was in der letzten Folge geschehen ist. Sie waren auf dem Human Labs gelandet? Was waren das für Dokumente? Ich bringe ihn raus. Bereust du dein Verhalten im PD? Philipp? Okay. Philipp, raus hier. Wir sehen uns dort. Können wir da gerne drüber reden und Sie können auch gerne dann bei uns in die Detective Unit kommen. Also die Türen sind ja nicht geschlossen für Sie. Ich bin das Königstier im Wasser. Nennen Sie mich den Mastodon. Gut. Von alle, da kommt gleich ein Notruf von der Bank in Paleto. Nicht anfahren, das ist ein Test. Ganz sicher. Koks und Ecstasy. Bord, kommen Sie. Sie, ich und Kali, wir haben jetzt eine kleine Spezialoperation. Wir werden jetzt zum Hafen fahren. Das ist kein Problem. Erstmal müssen wir ein paar Sachen besprechen. Erstmal müssen wir zum Hafen. Wir haben dort eine Krimine. Erstmal zwei Sachen und dann dahin. Herr Nord, wenn ich Ihnen sage, wir fahren zum Hafen, dann können Sie wie auf dem Weg mit uns die Sachen besprechen. Vertrauen Sie mir. Kriminelle Machenschaften am Hafen. Das ist Ihre Chance für die Detectives. So, wo haben wir Sie denn, Herrn Chibix? Herr Chibix, dann freut mich sehr, im Namen des LSPDs Ihnen recht herzlich zu Ihrer Beförderung zum Inspektor gratulieren zu dürfen. Das PD bedankt sich für Ihre stets grandiose Mitarbeit. Sie sind ein wichtiger Teil der Leitung des PDs und auch der Kollegen Chibik. Versprühen Sie Freude. Was? Stecken Sie uns an. Der ist jetzt ein Rang vor der Chief-Ebene. Herzlichen Glückwunsch. Machen Sie das, Chibik. Aber er wird niemals ein Mastodon sein. Heute ist mein letzter Tag vor meinem Urlaub. Ja, richtig. Morgen bin ich ja nicht da, Sonntag bin ich nicht da. Beförderung einen Tag vom Urlaub. Ist das zu fassen? Ich habe zwei Waffenscheine heute durchgeführt. Chibix, vielen Dank. Kein Problem. Herr Kadi, Herr Hort hat zwei Dinge anzusprechen und dann müssen wir zu dritt in Ihren Karakara und runter Richtung Hafen. Ah, lass mich gucken, ob ich den Schlüssel dabei habe. Ja, habe ich schon dabei. Schießen Sie los, Hort. Genau. Also, ich habe sogar drei Sachen, wo ich das jetzt eben mit meinem Spektrum und Chibix mitbekommen habe. Die erste Sache ist, kommen wir direkt zum Unangenehmen. Das PD hat massive organisatorische und bürokratische Probleme. Ich war eben bei Herrn Kilmes da. Wegen den Akten. Ja. Der funkt immer dann durch, um quasi dann Leute ranzuholen, die in Akten reingucken können. Ich habe den Kilmister jetzt gesagt, dass ich für Donnerstag 20 Uhr, wo er diesen Termin hat, eingeteilt für bin, wo ich einmal dorthin gehen werde, wo die Bürger dann in dieser Stadt quasi einmal überprüft werden und er sie bis 20 Uhr vertröstet. Dann können sich alle einmal einreihen, dann gibt es einen Aktencheck und dann kommt da ein bisschen Schwung in die Bude. Da war er sehr erfreut darüber. Daraufhin, aufgrund dieser phänomenalen Polizeiarbeit, hat er mir Sachen mitgeteilt zu Herrn May, wo Herrn Kilmes da in der Zukunft bereit wäre, mit allen Informationen bezüglich May, was da vorgefallen ist, einmal zum PD zu kommen und uns Informationen dazulassen. Ich habe daraufhin gesagt, Herrn Kalli und Herrn Turt ist dabei. Da hat er gesagt, okay, gut, machen wir, findet er super. Er hat vor allem auch erwähnt, dass Herrn Turt sehr vertraut. Er war sehr darüber erfreut, dass da jemand vom PD direkt hilft und sich einteilt für. Weil irgendwie hatte er die letzten Tage das Gefühl, dass das PD und er nicht mehr so einen guten Draht haben. Den Zahn wieso? Er hat doch jeden Donnerstag angerufen, dass er zwei Leute braucht und die haben wir ihm geschickt. Ja, aber irgendwie so ein bisschen nochmal so ein Kontakt, weißt du, hat ihm gefehlt. Sie meinen proaktiv, so wie Sie, dass Sie auf ihn zugegangen sind. Genau, richtig. Das hat ihm ein bisschen gefehlt. Den Zahn habe ich ihm gezogen. Deswegen sind wir da mit der City Hall, läuft das da wieder. Sehr schön. So, dann. Stolz auf Sie, Herr Nord. Sehr schön. Sie gehen auf Angriff fort. Verdammt, ist das geil. So, dann hier vorne gibt es auch bürokratische Probleme beim Empfang. Es kann nicht sein, dass die Leute, dass ich hier in meinen Dienst reingehe und dann quasi am Empfang stehen wieder 6, 7, 8 Leute, die seit 3, 4 Stunden warten wegen irgendwelchen Fahrzeuganmeldungen, wegen irgendwelchen Führungszeugnissen und Waffenscheinen. Deswegen würde ich einmal proaktiv auch einmal vorschlagen, dass wir die Woche unterteilen. Wir haben einmal den Beschwerdemittwoch und direkt nach dem Beschwerdemittwoch kommt der Dokumentendonnerstag.
dass wir, den Leuten einfach sagen können, okay, Dokumentendonnerstag um die und die Zeit ist Sprechstunde für diese Sachen. Da arbeiten wir die Leute ab, da helfen wir ihnen mit allen Dokumenten, die sie brauchen. Und wenn dann die Sprechstunde vorbei ist, dann sollen sie eine Woche warten, weil sonst kommt hier auch kein Schwung rein. Und ja, deswegen der Vorschlag für den Dokumentendonnerstag. Sehr schön. Ganz wichtig. Das Praktikum von dem Herrn Laborda ist wahrscheinlich vorbei. Ja. Weil er hat gestern ja einen Staatsanwalt schon Vorname empfangen und der musste seinen Namen bellen. Was ich aber auch humorvoll finde. Ich auch, aber sie ist noch wie diese von DOJ. Ja, er hatte seine Chance. Ja. Ja, ich habe ihn heute getroffen, den Matthias, bei Bennys. Ja, und? Er hat seine kleine grüne Karre für 19.000 Dollar tunen lassen. Hat einen Heckspoiler hinten drauf, sowas haben sie ja nicht gesehen. Das ist der Wahnsinn. Heckspoiler ist größer als das ganze Auto. Ist ein guter Mann. Oh, wir müssen runter zum Hafen. Ja. Sehr schön. Hort gefällt mir sehr. Sie landen gerade hier. Geben Sie mir den Schlüssel, so, ich weiß genau, dann, wo wir hin müssen. Wie gesagt, dann der Dokumentendonnerstag. Sehr schön. Dann müssen wir uns noch aussuchen, welcher unser Lieblingsmottotag wird. Ich bin aktuell beim Beschwerdemittwoch. Ja. Dann noch eine weitere Sache zu Herrn Kilmister bezüglich der Sache, was ich eben meinte. Wir müssen dann da in der Zukunft einmal einen Termin abmachen mit dem Kilmister, wann er hierher kommt, weil wir dann ja auch die Akte quasi anfertigen. Und er hat ja. Ich sag Ihnen das jetzt, bevor die Information direkt verfliegt. Herr Kilmister hat Herrn May suspendiert, weil, jetzt kommt der Grund, das ist sehr wichtig, Herrn May ist mit einem Dienstfahrzeug zu Human Labs gefahren. Bitte was? Und hat Herrn Thomas gedroht mit einer Steuerfahndung. Was? Und das ist der Grund, warum May von Herrn Kilmister suspendiert wurde. Jetzt meine Vermutung. Ich glaube, Herrn May und Herrn Thomas haben gemeinsame Geschäfte gemacht. Dann ist irgendwas dazwischen gekommen. Und Herrn May hat Herrn Thomas mit dieser Steuerfahndung gedroht. Herrn Thomas ist daraufhin zu Herrn Kilmister, hat ihm das gesagt und er wurde suspendiert. Ist das zu fassen? Diese Ratte. Und das müssen wir einmal im Hinterkopf behalten, wenn wir mit Herrn May sprechen und gleichzeitig auch dementsprechend einmal in den Akten niederschreiben. Definitiv tun. Das ist eine sehr, sehr wichtige Info. Das ist absolut schlüssig. Dann hätte ich bezüglich Human Labs eine weitere Sache. Die sind ja, was Erfindungen und so weiter angeht, sind die ja auf einem extrem hohen Level. Ich würde vorschlagen, ob wir eventuell zu Herrn Thomas fahren und ihn fragen, ob wir so eine Art Schwangerschaftstest für Männer bekommen können, wo quasi ein Mann dann einmal raufpisst und wenn da zwei Streifen drauf sind, dann ist er ein Idiot. Für die Zukunft, für alle Kadetten. Ja, wäre ich dafür. Hervorragende Idee. Um ein bisschen auszufiltern hier. Sehr schön. Das sollte definitiv gemacht werden. Mein Reden seit Tagen. Gut. Wochen. Ist natürlich ein Spaß gewesen, ne? Natürlich, natürlich. Kein Spaß von meiner Seite aus. Heute ist nur erwähnt. Dann können wir ja zum Hafen. Wir dürfen niemandem etwas jetzt von dieser Hafengeschichte erzählen. Top Secret. Machen wir so. Kommen Sie, bereiten Sie uns wieder ins vor. Das sind ja die ganzen Kollegen, sind wir alleine? Wohl fort. Ja. Dann hart, ich gebe Ihnen was. Ja, was denn? Gehen Sie einmal an. Falls wir auf Widerstand stoßen. Haben Sie mir auch eine rausgeholt? Ist ja nicht zu fassen. Sehr gut. Und denken. Dann sollten wir in einen Hinterhalt geraten. Wir sind das LSPD. Und Sie dürfen nicht vergessen, meine Herren, Ihnen wird nichts passieren, denn Sie sind mit dem Königstier. Oh mein Gott, was machen Sie denn hier, verdammte Scheiße? Ein gute Wie? Ist das zu fassen? Willi Waldorf. Ich bin hier, ich will den Schlüssel wieder haben von Pumuckl. Aber Flatsch. Was für ein Schlüssel, verdammt nochmal. Was machen Sie überhaupt hier? Sie haben keine Berechtigung, hier zu sein. Hier, der Simbel, der hat mir meinen Schlüssel abgezogen, nehme ich wiederum. Herr Waldorf. Nichts ist gut mit Herr Waldorf jetzt. Es gibt nur einen Prius in der Stadt. Es gibt nur einen Königsprius. Er hat quasi zugegeben, dass er mit dem Schlüssel abgezogen hat. Wie sind Sie denn hier überhaupt hier reingekommen? Herr Waldorf. Mit meinem Zugangscard. Bitte was? Der Schlüssel, den gibt es tatsächlich nicht. Also der ist beschlagnahmt, bis sich alle Sachen geklärt haben. Beschlagnahmt von richtig. Meinem Dienstfahrzeug. Richtig. Hören Sie das? So, wer ist denn hier der Ranghöchste von der? Herr Waldorf, kennen Sie den Mastodon? Den Mastodon. Das Königstier. Das Königstier. Das Königstier, kann man das essen? Richtig. Dann bin ich dabei. Aber nicht, dass ich jetzt wieder beleidigt werde, nämlich der Kollege hier, der Mexikaner, der sagt immer, ich hab ein Wumpe. Ist das zu fassen? Herr Waldorf, eigentlich sind Sie sind doch der Chef von der Hafenpatrouille. Ich bin quasi das Gesetz im Hafen, richtig. Wir haben gerade eine sehr verdächtige Aktivität unten am Hafen festgestellt und wir wollen dorthin. Eigentlich sind Sie doch der richtige Mann, um diese Operation zu begleiten. Ich würde ja gern wieder meinen Dienst, aber hier,
Ja, kommen Sie doch mit, Sie können bei uns im Polizeiwagen mitfahren. Der hat mal einen Schlüssel. Kommen Sie mit, wir fahren zu viert mit dem Polizeiwagen. Erstmal eine Entschuldigung, dann Schlüssel. Für was soll ich mich denn entschuldigen? Dass du mir auf die nee, du warst ja nicht, dass der Mexikaner mir auf die Banatzel gehaare hat. Einfach eine Entschuldigung beim PD, bei den sämtlichen Kollegen für den einen Abend. Ne? Jetzt, ihr habt mich die ganze Nacht hier eingesperrt. Ihr habt mir keine Rechte vorgelesen. Ihr habt mir nichts zu essen und zu trinken gegeben. Ihr habt mich in die Zelle mit den drei Wöscht im Klo gesperrt. Ich konnte nicht abspülen, weil es verstopft war. Und jetzt willst du auch noch Entschuldigung. Was glaubst du dann, wer du bist, du Simpel? Ich bin das Königstier hier, der Mastodon. Und Herr Waldorf, Sie werden sich bei den Kollegen entschuldigen, wir haben Ihnen was zu essen. Ein Scheißdreck werde ich. Ich werde dir jeden Tag auf dein scheiß Auto kacke. Das eine Bedrohung, ist das zu fassen, Herr Ort? Eine Bedrohung im RSPD. Walten Sie das ab, das ist ein Ort. Herr Waldorf, regen Sie sich nicht so auf. Gib mir jetzt den Schlüssel. Es gibt nur einen Alpha Prius in der Stadt. Ich hab zu tun. Die Prirosse sind PD-Fahrzeuge quasi. Die Prirosse, die Dilettante, sind Dienstfahrzeuge der Havepatrouille. Nee. Und wenn ich noch Amo sehe, dass du mit dem Rotzware, mit der Fob in der Straße rumfährst, dann kannst du was erleben. Sind wir da uns auch nicht. Ich habe auch einen Prius, einen pinken Prius. Das weiß ich. Und der ist auch noch droh. Ja. Was will ich sehen? Ich lass die Inzähle. Dann lasse ich sie in der Hafe bringen und dann werde ich sie mit der Großpresse, die mir da haben, werde ich die zerquetschen lassen. Ist das zu fassen? Genau, hören Sie das? Ich soll jetzt her mit dem Schlüssel. Den Schlüssel gibt's nicht. Gibt's nicht, Waldorf. Herr Waldorf, weiß ich, was ab ist. RSPD! Herr Waldorf, seh zu jetzt. Schlüssel nicht für den Herr Waldorf. Vorher die Entschuldigung. Bei der Mexikaner und hier. Bei dem Mexikaner? Ja. Bevor ich mich bei dem Mexikaner entschuldige, werde ich durch ganz, was weiß ich, Kentucky rennen und werde mich bei jedem Einzelnen entschuldigen. Das kannst du vergessen. Gut, dann wäre das ja geklärt mit dem Prius. Richtig, und jetzt her mit dem Schlüssel. Genau, richtig. Dann jetzt einmal zum Hafen. Schlüssel von der Hafenpatrouille gibt's nicht vor der Entschuldigung. Richtig. Wir haben selbst in der Hand, Herrn Waldorf. Wer ist denn jetzt hier der Ranghöchste? Ja, wie? Ja, immer noch ich. Was möchten Sie denn? Ich möchte, dass der Simmel mir den Schlüssel wiedergibt. Das ist ein Dienstfahrzeug und Sie sind von der Polizei. Ich werde Sie sonst in Grund und Boden verklagen. Haben Sie den Schlüssel, Hort? Ich habe den Schlüssel nicht. Er hat doch gerade gesagt, dass er den Schlüssel hat. Ja, ich habe ihn nicht. Ich habe nur meinen Schlüssel. Du hast doch gerade gesagt, der Schlüssel geht. Ja, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Du hast ihn nicht. Wen willst du hier eigentlich verarschen? Ich habe ihn nicht. Das ist ein Bluff, Herrn Waldorf. Das nennt man einen Bluff. Weißt du, was ein Bluff ist? Ja, schießen Sie los. Das ist ein Bluff. Ist das zu fassen? Nehmen Sie den Taser runter. Der ist auch gar nicht aufgeladen. Der leuchtet rot. Ist das zu fassen? Ich bin fast 58 Jahre alt. In 2 Jahren gehe ich in Rente. Und ich muss mir die Scheiße geben bei euch. Ist das zu fassen? Also, ich muss jetzt erben. Die Hildegard sagt, ich bin jetzt der Chef. Gott sei Dank. Ne? Wer jetzt der Chef noch da? Der hat gesagt, hey, wo warst denn die letzte 2 doch? Weil du mir den Schlüssel gerippt hast. Seh zu jetzt. Ich habe den Schlüssel nicht. Wenn ich eine neue Dienstware bestellen muss bei der Stadt, dann frage die, wo ist denn der alte? Sag ich, den gibt's noch, aber ich habe keinen Schlüssel mehr. Ich habe den Schlüssel nicht. Und ohne Entschuldigung würde das auch nichts. Dann gib mir eine Dienstware von euch. Herr Waldorf, ich hätte aber eine Frage. Ich hätte gerne einen mit Blaulicht. Ich hätte aber eine Frage, Herr Waldorf. Wenn Ihnen der Prius so wichtig ist, wie Sie sagen, der Dilettante, wieso bin ich gestern unten am Hafen schwimmen gewesen und habe einen von diesen Dilettanten unten auf dem Meeresgrund gesehen? Das ist Sahne. Wie Sahne? Der ist aus Versehen da gelandet. Umweltverschmutzung, so. Ja, ja. Hab ich mal gedacht, ne? Was hast du mit dem gemacht, du Simpel? Der Alpha Prius liegt im Wasser. Nein, das war auch einer von der Havepatrouille. Der Alpha Prius hast oder was auch immer. Das war auch einer von der Havepatrouille. So orange gefärbt ist es. Ja. Ich habe auch schon die Sonderfirma beauftragt, die für die Bergung die 100.000 Dollar kostet. Ja. Die werden den mal bergen und dann wird man ermitteln, wem die Kiste gehört. Gut. Dann kann sich eventuell ein anderer Prius von der Havepatrouille dazugesellen. Das war jetzt so quasi so Drohung. Haben Sie das gehört, Herr Vorgesetzte? Ort? Ja. Der arme Mann ist in einem sehr fortgeschrittenen Alter. Er darf auch keinen hohen Blutdruck bekommen. Richtig. Geben Sie den Schlüssel. Kann schon hohen Blutdruck. Wenn ich den Schlüssel hätte, würde ich ihn geben, aber ich habe ihn nicht. Dann entleeren Sie Ihre Taschen. Beweisen Sie. Ja, durchsuchen Sie mich. Na. Ja, nein, warte doch. Machen Sie mal nach, Karni. Wieso ich? Herr Waldorf möchte doch. Machen Sie. Ich habe nur meinen. Ich habe so. Ja, ja, ich möchte jetzt Herrn Hort nicht an die Hüfte fassen. Die falsch verstehen aber. Ich habe nur meinen Schlüssel von meinem Prius. Ich weiß nicht, wer Ihren Schlüssel hat. Ja, da habe ich ihn doch. So, gelogen hast du. Nee, ich hatte ihn nicht. Ich habe ihn doch. Ja, aber ich hatte ihn nicht.
Das geht gar nicht. Ich habe ihn doch gerade aus dem Tisch gezogen. Zeig her. Ich gebe dir gar nicht mehr den Schlüssel. Komm, wir gehen zum Auto. Da werde ich sie jetzt auch noch mal kurz durchsuchen. Dann Waldorf. Ja, genau. Ah, jetzt können wir uns alle gegenseitig auch noch mal anfassen. Hier. Bleiben Sie hier, drehen Sie sich rum, Herr Waldorf. Ich hatte keinen. Ist das alles noch zu fassen? Schauen doch wieder. Sind Sie sich sicher? Na, richtig. So, jetzt Finger aus dem Tisch. Hat sich ja die Sache geklärt. Aha. Herr Waldorf, wissen Sie, was ich Ihnen schon immer mal sagen wollte? Ich habe ihn gar nicht verstanden. Hat er gemurmelt? Ja, lassen Sie uns ein Stück gehen. Hier ist gerade sehr... Verzeihen Sie, Waldorf, ich habe heute ein paar Probleme. Windig. Kommen Sie. Hier ist sehr windig gerade. Verzeihen Sie, Herr Waldorf. Stinkt. Herr Waldorf, begleiten Sie uns noch zum Hafen. Herr Waldorf. Ich muss jetzt eh in der Hafen. Ich muss auf die Rund. Wir haben einen wichtigen... Was wollt ihr denn im Hafen? Habt ihr euch umgemeldet? Nee, wir haben was Kriminelles dort entdeckt. Begleiten Sie uns doch. Ja, wir müssen euch ummelden, ne? So von der Hafen. Wenn ihr in der Hafen wollt. Das macht man ja, so in der Kollege. Ja, wir melden uns gerade gemacht. Ja gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Dann sehen wir uns im Hafen. Ah, da haben Sie recht, ja, machen Sie das. Hallo, ist hier noch jemand? Kann doch nicht sein, dass ich so lange warten muss. Okay, zeigen Sie gerade, es muss da raus, was gerade oben passiert ist. Was ist denn mit diesem Auto los? Herr Kalli, was ist mit der Steuerung? Von diesem Auto, das ganze Lenkrad ist kaputt. Sie meinen das Lenkrad, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wie fahren Sie denn? Ist das zu fassen? Hört, konzentrieren, was machen Sie hier? Was ist denn mit diesem Auto los? Das Lenkrad ist kaputt. Dirt, fassen Sie das Lenkrad richtig an. Gucken Sie sich das an. Warten Sie. Ja, ist doch okay. Was haben Sie? Dirt. Hier nicht. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Verzeihen Sie, ich habe kurz die Kontrolle verloren. Machen Sie sich bereit, Herr Nord. Wollen wir nicht auf Herrn... Wir haben es doch gehört, das ist nichts anderes als ein Simbel auf dem Hafen. Ist ja hinter uns. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir dort massive kriminelle Energie. Und Kalli, sind Sie bereit? Ich war noch nie bereiter. Herr Nord. Ja. Das ist Ihre Chance jetzt, was den Detective angeht. Na klar. Mal schauen. Das ist Ihre Chance. Das scheint mir seit gestern, als wären Sie nicht mehr motiviert, bei den Detectives zu sein. Das bringt ja eh nichts. Ich mache ja hier mehr die letzten 3 Tage als alle Kollegen zusammen und trotzdem eben noch. Aber Hauptsache der Chibix ist Inspektor und meldet für morgen direkt den Urlaub an. Herzlichen Glückwunsch. Ist das alles noch zu fassen? Wahrlich nicht. Hier war heute sehr hohe kriminelle Energie, müssen Sie wissen, Gentlemen. Mhm. Warum? Ich weiß es nicht. Irgendwas geht hier unten vor sich. Was ist hier los? Kann ich nicht sagen. Sieht nicht gut aus. Was machen Sie? Turt! Oh mein Gott, Herr Nord! Wir werden beschossen! Oh mein Gott, Kalli! Wo sind die reingefahren? Ja, der Reifen wurde getroffen. Was machen wir jetzt, Kalli? Ich weiß es nicht, Turt, was ist das? Ich weiß es nicht, wir wurden beschossen. Das habe ich gesehen! Zurück, die laufen. Was sollen wir tun? Ich kann nichts tun, die sind besser bewaffnet als wir. Ich bin Flinten-Harry Hort. Rufen Sie die Hafenpatrouille. Die haben doch die Nummer von dem Herrn, rufen Sie ihn an. Ich sagte doch, hier geht irgendwas vor sich. Herr Nord, Sie sollten die Detectives sammeln und hier eine Ermittlung anführen. Das hört sich gut an, aber ich habe da nichts erkannt. Was ist da drin? Sie direkt ausschießen. Hier gibt es doch noch einen anderen Eingang, warten Sie. Ein anderer Eingang klingt gut. Aus dem Weg, LSPD! Gucken Sie das an, wie wir draußen rumlaufen. Die suchen uns. Parken Sie hier. Wir gehen aufs Dach. Parken Sie hier. Lassen Sie uns aufs Dach, Herr Nord. Ja. Schnell hoch. Hoch mit Ihren Kadavern. Ja. Herr Nord, wurden Sie getroffen? Ja. Nein, das ist in Ordnung. Aber wie kommen wir hier hoch? Ja. Ansonsten werden wir unten durch die Hintertür reingehen. Hier vorne. Hier geht's. Der Hafenpatrouille. Ja. Ja. Oh, hey! Ihr sagen muss, seid ihr von alle guten Geist? Waldorf, wir werden beschossen. Kommen Sie aufs Dach. Ja, what? Herr Waldorf, kommen Sie! Was ist denn los nochmal?
Was ist hier los? Können wir ins Gebäude da reingucken? Wir können hinten durch die Hintertür rein. Wir müssen nachschauen, was dort vor sich geht. Oh. Was geht hier vor sich? Wir müssen hinten durch die Hintertür. Herr Waldorf, dass Sie hier hochkommen. Nicht schlecht. Herr Waldorf, was geht hier vor sich? Dann ab nochmal. Ist das zu fassen? Waldorf! Ich weiß nicht, wie ich hier wieder runterkommen soll. Wir gehen vorne wieder runter. Hinten ist eine Hintertür. Ich habe sie entdeckt. Hier wird geschossen. Wenn ihr denen zu nahe kommt, die schieße. Ne. Herr Waldorf, kommen Sie mit! Sie müssen die Situation schlichten. Illegale. Die versuche ich schon seit Jahren loszuwerden. Richtig. Ja, wie oft das schon passiert ist. Wo denn? LSPD! Weiter. Wir müssen zur anderen Tür. Wir müssen hinten zu der Tür an, Kali. Das ist die falsche. Ich habe etwas gesehen. Ja. Kommen Sie, Herr Ort. Detective. Hier hinten, Ort. Oh mein Gott, schauen Sie sich diese riesige Halle an. Da ist jemand. Was geht da drin vor sich? Verdammte Scheiße. Da steht einer direkt. Gott. Sehen Sie was? Ja, hier steht jetzt einer. Das ist einer von denen Illegale. Das ist nicht nur einer. Okay, ich werde versuchen, ihn zu überlisten. Ich werde die Tür reingehen und werde ihm auf die 12 hauen. Sie sichern mich an Ort. Ja, sehr gut. Komm, so machen wir es. Mach die Schieße. Ich hau dem auf die 12. Der ist nicht da. Fuck you! LSPD! Schüsse, Schüsse, Schüsse! Ich hab ihn erlegt, Ist das zu fassen? Ja, er hat die Waffe auf mich gerichtet. Ja, das ist einer von denen. Den habe ich hier schon gesehen. Wir können hier die Treppen hoch. Vorsicht, nicht durchgehen, Tut. Um Gottes Willen. Kommen Sie rein, es ist sicher. Überhaupt nicht sicher. Das waren Warnschüsse. Die kommen! Ort, rennen Sie! Sie kommen zu uns! Sichern Sie die Tür an! Achten Sie nur auf die Tür, Herr Ort! Herr Waldorf, sichern Sie die Tür! LSPD! Are you alright? Weg hier! Alvarado's down! Shadow's over! Clown! Oh mein Gott, Waldorf! Herr Nord, passen Sie auf, Herr Nord! Herr Waldorf wurde getroffen! Oh mein Gott! Deckung! Rennen Sie! Oh mein Gott! Rennen Sie! Schnell rein! Oh, schnell, wir müssen fliehen! Was ist mit unserem Kollegen? Herr Waldorf wurde getroffen! Rufen Sie die Kollegen! Nein, wir müssen es unter uns behalten! Stimmt, scheiße! Wir müssen uns sagen, ich habe noch Munition. Wir können ihn nicht da liegen lassen. Der Simple wurde getroffen. Haben Sie Munition? Geben Sie. Ja. Ich muss kurz selber nachladen. Ich wurde getroffen, Dirt. Das war ein Schlagschuss. Warte. Wer hat noch Munition? Für solche Fälle habe ich einen Mediziner, der vorbeikommt. Wer hat noch Munition? Verdammt, Dirt, ich blute. Ist das so? Ja. Ich hab ein Erste-Hilfe-Set dabei. Hallo? Dr. Easy! Was haben Sie denn alles dabei? Hallo. Ich schicke den Standort. Ich brauche einmal außerdienstlich von dir einen Sanitäter. Achtung, Sie kommen! Und zwar schnell, bis gleich! Einsteigen! Sie kommen! Dann steigen Sie ein! Ich hab ihn erwischt! Flinten Ari hat ihn erwischt! Das Auto geht nicht an! Nein, Gott! Das kann ich ernst sein! Sehr gut! Mediziner ist auf dem Weg! Wir müssen Waldorf retten! Ja, wir retten ihn! Bleiben Sie in Sicherheit, Kali. Sie haben den Taser. Wo nehmen Sie die Knüppel? Da kommt welche. Da kommt jemand. LSPD! LSPD! Hab zwei? Ich habe auch einen. Ort.
ist das zu fassen. Wir müssen zu Waldorf. Schnell, Kali rennt wie ein Hase. Kommen Sie, Hock, wir müssen zu Herrn Waldorf. Kommen Sie zu uns, wir sind hier sicher. Kommen Sie. Waldorf! 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 Ich bin's um, ich bin's um, ich bin's um! Ich bin's, ich bin's. Waldorf! Verdammt! Geh vor sich! Dr. Easy! Dort, wo sind Sie? Ich sehe Dort geht's Ihnen gut! Sehen Sie, ja. Sehen Sie das Polizeiauto? Ja, ich stehe davor! Wo ist Waldorf? Ja, warten Sie, warten Sie, wir kommen dahin! Alles in Ordnung, alles in Ordnung! Alles geklärt, der Sanitäter ist da, Waldorf ist nicht da! Vielleicht wird er hier festgehalten! Die sollen bloß draußen warten! Ich musste einmal zum Sanitäter, ich wurde angeschossen am Arm, sehen Sie das? Wir sind gleich da. Der Staatsanwalt steht bei uns und will uns einen Beschluss übergeben. Ist das zu fassen? Im Büro steht der Staatsanwalt! Für was? Ich weiß es nicht, er hat irgendeinen Beschluss, den er zu übergeben will. Oh! Ich habe mich umgedreht und dann wurde ich erschrocken von ihrem Gesicht. Hol Dr. Easy. Er hat mir auf die 12 gehauen. Ist das zu fassen? Oh, scheiße. Was ein glatter Schlag. Ist das zu fassen? Dr. Easy, ich bin hier hinten durch.
Mein Bein ist verletzt. Turt ist auch verletzt. Sie müssen mitkommen. Schnell. Schicken Sie mir den Standort. Schnell. Lass mich einsteigen. Fahr einmal hindurch. Fahr einmal hindurch. Hier, stopp, stopp, stopp. Stehen bleiben. Genau. Ja. Mitkommen. Schnell. Einmal hier hoch. Hier hoch. Ja. Ignoriere die Leichen. Oh, Scheiße. Ignoriere sie. Was ist hier passiert? Es geht nur um das Aus, Petey. Da einmal durch. Und da auf der linken Seite. Ja. Ja, da. Kommen Sie, kommen Sie. Scheiße, meine Fresse. Was ist hier passiert? RAS, kümmern Sie sich um den Tätigen. Ja. Herr Nord, rufen Sie Willy Waldorf an. Haben Sie? Er hat mich gerade angerufen. Ja, was? Halten Sie sich an mir fest. Setzen Sie sich erstmal hin, okay? Ja, doch. Haben Sie noch Munition? Nein. Oh, ja. Scheiße. Was zur Scheiße ist hier los? Ah, mein Bein ist verletzt. Ich wurde angeschossen. Er hat aus Versehen auf die 12 geklopft im Eifer des Gefechtes. Er dachte gerade. Ich habe mich erschrocken vor seinem Gesicht. Er dachte gerade, das wäre ein Angreifer. Er hat ihm volle Kanne einen rübergezogen. Okay, warte mal. Es tut mir leid für die Fragen, aber ich riskiere gerade alles. Wir auch. Wir wurden attackiert. Wir wurden attackiert. Also die Leute, die draußen auf der Treppe liegen, mir kommt die Scheiße hier richtig spanisch vor. Wir wurden attackiert. Sie einmal kurz meine Blutung stellen. Wir sind gefahren und wurden attackiert, Doc. Geben Sie mir einen Moment. Schauen wir das mal an. Wo ist Willy Waldorf? Hört, rufen Sie ihn an. Ich rufe ihn an. Und dann müssen wir schleunigst hier raus. Was ist mit dem, PD-Fahrzeug? Ja. Geht nicht mehr dran. Ja. Verstehe nicht, wir müssen schleunig hier weg. Herr Reyes. Herr Hort geht, ist es ein bisschen besser. Ja, viel besser. Danke, Easy. Danke. Herr Reyes. Ja, mein Gott. Ich schläge mir mal eine neue Schutzweste wenigstens an. Ich habe, glaube ich, gerade ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, was hier los ist. Dr. Easy, kommen Sie wieder mit. Wir müssen hier erstmal raus. Wir müssen hier raus. Und zwar schleunigst. Suchen Sie hier Sperrzone. Ja, wir wurden attackiert, sagte ich Ihnen doch. Scheiße. Schauen Sie mal, wo unser Auto draußen steht. Unser Auto wurde angeschossen. Funktioniert das Auto noch? Da drüben läuft einer. Passen Sie auf, Herr Nord, da kommt einer. Wo? Hier gegenüber. Bent. Laufen Sie. Oh Gott. Bent Sie. Dr. Easy, in Sicherheit. Kommen Sie mit ins Fahrzeug, ins Fahrzeug, ins Fahrzeug. Jetzt hier. Herr Waldorf. Turt, kommt hier. Och, Turt. Oh, blöd sein. Wie kann das so blöd sein? Gut, steigen Sie ein, wir sammeln ihn kann auf. Kann losgehen. Steigen Sie ein, Turt. Turt, rein. Ich habe gerade Waldorf am Telefon, er liegt auf irgendeinem Boot. Oh, Scheiße, auf dem Boot? Die Karre macht es auch nicht mehr lang. Geben Sie mir einen Hinweis, was sehen Sie? Sehen Sie irgendwas, Waldorf?